Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Amen. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen heute zum Abendgottesdienst am 13. am Fatima-Tag. Und ich denke mir, einige werden jetzt sehr enttäuscht sein, nach dem, was in der Zeitung gestanden ist, dass heute Erzabt Wolfgang hier ja den Gottesdienst hält, aber dem ist leider ein Missgeschick passiert und der ist bei einer Konferenz auswärts und jetzt hat er mich gebeten, dass ich zu Ihnen heute komme nach Kloster Lechfeld, um den Gottesdienst, die Eucharistie mit Ihnen zu feiern. Ich hoffe, Sie nehmen auch mit mir Vorlieb, aber ich denke mir, es macht nicht aus, ob ein Abt oder ein Prälat hier steht, sondern dass überhaupt Eucharistie gefeiert wird. Aber der Herr Pfarrer möchte, glaube ich, auch noch was sagen. Ja, liebe Schwestern und Brüder, es ist schön, dass du, lieber Pater Tassilo, vom Kloster ins Kloster gefahren bist. Ist unter anderem Landvolk, du hilfst in der Pfarreiengemeinschaft Scheuring, Egling mit und wir sind ganz, ganz dankbar, dass du mit uns heute diesen Fatima-Tag hältst, um die Gottesmutter zu ehren, die uns in diesem neuen Jahr auch wieder in unserem Leben und Alltag Fürsprecherin und Hilfe sein mag. Herzlich willkommen. Ich bin zum ersten Mal hier im Kloster Lechfeld und das muss nicht das letzte Mal sein. Ein herzliches Grüß Gott und willkommen auch an alle Zuschauer, die uns über Livestream verbunden sind. Mich freut es, dass die Kirche auch auf diese neuen Medien mit aufsteigt, gerade in diesen Zeiten, wo doch viele Menschen auch ängstlich sind. Sie sind herzlich willkommen und auch am Bildschirm mit ins Gebet, in diese Eucharistie mit eingeschlossen. Liebe Mitfeiernde, die Erscheinungen von Fatima, denke ich mir, sind heute noch genauso aktuell wie damals 1917 zur Zeit des Ersten Weltkrieges. Auch wir heute werden tagtäglich über die Massenmedien, über Kriege und Terroranschläge auf dem Laufenden gehalten. Auch die heutige Lesung berichtet uns über grausame Schlachten. Die Israeliten erleiden schwere Niederlagen. Sogar die Bundeslade wird geraubt. Doch das Volk Israel geht weiter seinen Weg in Treue mit dem einen Gott Jahwe. Ich bin der Ich bin da. Liebe Schwestern und Brüder, und ich denke mir, auch für uns ist es ganz wichtig, dass wir in Treue zu unserem Glauben stehen. Und gerade da kann uns die Gottesmutter immer mit an der Hand nehmen, begleiten für unsere ganz persönlichen Schlachten in unserem Alltag, zu Hause, im Haushalt, in der Schule, am Arbeitsplatz. Jeder von uns hat so seine kleinen Schlachten zu schlagen. Und da sind wir angewiesen auf die Fürsprache der Gottesmutter. Und sie wollen wir heute ganz besonders ehren in diesem Gottesdienst. Und so wollen wir uns besinnen zum Beginn dieser Messfeier.
Herr Jesus Christus, du bist geboren aus Maria, die Gott von Anfang an erwählt hatte. Herr, erbarme dich. Du bist aufgewachsen in einer Familie und hast dich den Gesetzen der Zeit unterworfen. Christus, erbarme dich. Du hast gesagt, wer den Willen meines Vaters tut, der ist für mich Mutter, Vater, Bruder und Schwester. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, ernehme von uns Sünde und Schuld, damit wir mit reinem Herzen diese Feier begehen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir gedenken der seligen Jungfrau Maria, die du aus allen Menschen erwählt und geheiligt hast. Höre auf ihre Fürsprache und schenke auch uns Heil und Segen aus der Fülle deiner Gnade. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen zog Israel gegen die Philister in den Krieg. Sie schlugen ihr Lager bei Eben-Eser auf und die Philister hatten ihr Lager in Afek. Die Philister rückten in Schlachtordnung gegen Israel vor und der Kampf wogte hin und her. Israel wurde von den Philistern besiegt, die von Israels Heer auf dem Feld etwa 4000 Mann erschlugen. Als das Volk ins Lager zurückkam, sagten die Ältesten Israels: Warum hat der Herr heute die Philister über uns siegen lassen? Wir wollen die Bundeslade des Herrn aus Schilo zu uns holen. Er soll in unsere Mitte kommen und uns aus der Gewalt unserer Feinde retten. Das Volk schickte also Männer nach Schilo, und sie holten von dort die Bundeslade des Herrn der Heere, der über den Cherubim thront. Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, begleiteten die Bundeslade Gottes. Als nun die Bundeslade des Herrn ins Lager kam, erhob ganz Israel ein lautes Freudengeschrei,
sodass die Erde dröhnte. Die Philister hörten das laute Geschrei und sagten: Was ist das für ein lautes Geschrei im Lager der Hebräer? Als sie erfuhren, dass die Lade des Herrn ins Lager gekommen sei, fürchteten sich die Philister. Denn sie sagten: Gott ist zu ihnen ins Lager gekommen. Und sie riefen: Weh uns, denn so etwas ist früher nie geschehen. Weh uns, wer rettet uns aus der Hand dieses mächtigen Gottes? Das ist der Gott, der Ägypten mit allerlei Plagen geschlagen hat. Seid tapfer, Philister, und seid Männer, damit ihr nicht den Hebräern dienen müsst, wie sie euch gedient haben. Seid Männer und kämpft. Da traten die Philister zum Kampf an, und Israel wurde besiegt, so dass alle zu ihren Zelten flohen. Es war eine sehr schwere Niederlage. Von Israel fielen 3000 Mann Fußvolk. Die Lade Gottes wurde erbeutet, und die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinhas fanden den Tod. Wort des lebendigen Gottes. Sei gegrüßt, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Und Menschen, die uns hassen, plündern uns aus. Du machst uns zum Schimpf für die Nachbarn, zu Spott und Hohn bei allen, die rings um uns wohnen. Du machst uns zum Spottlied der Völker, die Heiden zeigen uns nichts als Verachtung. Warum schläfst du, Herr? Erwache, verstoß nicht für immer. Warum verbergst du dein Gesicht? Vergisst unsere Not und Bedrängnis. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas.
In jenen Tagen machte sich Maria auf den Weg und eilte in eine Stadt im Bergland von Judäa. Sie ging in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Da wurde Elisabeth vom Heiligen Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme: Gesegnet bist du mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Selig ist die, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ. Da sagte Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitfahrende am Bildschirm. Gottesdienste, Wallfahrtsorte, die Maria in das Blickfeld nehmen, ziehen viele Menschen aus nah und fern an. Die altvertrauten Marienlieder, deren Texte oft der heutigen Theologie nicht mehr entsprechen, sprechen Herz und Gemüt an. Sie liegen uns am Herzen, diese Lieder. Ich kenn's von Ottilien, ja, da wird oft so richtig mitgeschrien. Man schreit hinauf zum Himmel. Und auch das heutige Evangelium, ich habe es ganz bewusst ausgewählt, diesen der Gottesmutter Maria, denn da klingt noch etwas von Weihnachten nach. Dieses Transianus, vielleicht wird es auch hier noch gesungen und ich denke mir, das gehört auch irgendwie zu Weihnachten dazu, dieses schöne Lied Transianus. Liebe Schwestern und Brüder, was ist es, dass Menschen wie Sie und mich zu Maria zieht? Ist es das Gemüt? Warum wenden sich Menschen an Maria und nicht gleich an den Herrgott? Wer ist Maria? Wer bist du für mich? Wer bist du für die Menschen, die sich an dich wenden? Liebe Mitfeinde, seit der Geburt Jesu zieht sich die Frage, wer ist Maria, durch die Geschichte der Kirche. Wer bist du, Maria, für mich und für die Menschen, die dich suchen? Du Frau in den Nischen und Altären, Königin, Fürsprecherin, Magd, Braut Christi, reine Jungfrau. So kennen wir ihre Titel aus der Litanei.
Maria, das junge jüdische Mädchen, besorgte Mutter, die ihren davongelaufenen Sohn sucht und im Tempel wiederfindet. Die Schmerzensreiche, die ihren toten Sohn in den Armen hält. Und die Lehrerin der Apostel. Liebe Schwestern und Brüder, Maria kann so zum Sinnbild des Lebens werden. Die innere Nähe und Identifizierung mit den Erfahrungen und Haltungen Mariens ermöglichen eine andere Sichtweise unseres eigenen Alltags. Liebe Mitfreunde, sie ist Modell für christliches Leben, Modell für das, was Kirche sein bedeutet, auch in unserer Zeit. Ja, Maria ist uns als Modell gegeben, wie wir für die Menschen da sein können und sollen. Die Kirche und wir alle als einzelne Christen und Christinnen, als Bausteine, denkt mir, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Wir sprechen immer wieder von der Kirche, die Kirche. Jeder einzelne von uns ist ein Baustein dieses Gotteshauses. Liebe Schwestern und Brüder, jeder mit seiner Begabung, mit seinem Charisma kann der Gottesmutter nachfolgen. Maria hat das Charisma der Mutter nicht nur Jesus gegenüber gelebt, sondern auch den anderen Menschen gegenüber, mit denen sie gelebt hat. Vom Kreuz aus sagt Jesus ausdrücklich im Blick auf den Jünger, den er liebte: Siehe deine Mutter. Er sagt es auch zu uns, zu jedem Einzelnen von uns: Siehe deine Mutter. Liebe Schwestern und Brüder, auch wir dürfen Maria zu uns nehmen und in der Gemeinschaft mit ihr einander zur Hilfe werden. Maria ist als Mutter der Erlösten, als Mutter des Erlösers in unserer Kirche gegenwärtig, in unserer Kirche. Es ist nicht die Kirche des Bischofs, es ist nicht die Kirche des Papstes, es ist unsere Kirche. Und ich denke mir, das ist ganz wichtig in dieser schwierigen Zeit, dass wir uns mit unserer Kirche identifizieren. Es ist unser Gotteshaus. Die Medien blicken immer nur zu den hohen Herrschaften. Aber das Entscheidende ist, jeder einzelne von uns ist ein Baustein dieses Gotteshauses. Jeder Getaufte, jeder Christ, der hier in der Kirche sitzt, jeder Ministrant und natürlich auch der Pfarrer, der dieses Gotteshaus ja mit der Hilfe Gottes und der Gottesmutter zusammenhält. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitfeiernde, die
Gottesmutter, sie nimmt teil an dem harten Kampf, der in der Jetztzeit auszuhalten ist. Und, liebe Mitfeiernde, durch Jesus Christus schon gewonnen ist. Ich denke mir, das müssen wir uns auch immer wieder bewusst machen. Dieser Kampf, er ist gewonnen, weil wir ihn diesen Beistand haben. Und das darf uns Hoffnung geben. Und was auch wichtig ist, in unserem katholischen Glauben, wir dürfen nicht immer nur zurückblicken und jammern, sondern wir blicken nach vorne. Wir haben gerade Weihnachten gefeiert. Ein Kind, und das wissen wir alle, ein Kind gibt Hoffnung, schenkt Zukunft. Sie haben es gehört, als Landvolkpfarrer, als Landvolkseelsorger, und ich habe ja selber in St. Martinien selber 15 Jahre lang die Landwirtschaft mitgemacht, mitgearbeitet, mitgeleitet. Und vielleicht sind auch Landwirte unter Ihnen, Bäuerinnen. Es war für mich jedes Mal eine große Freude, wenn ein Kalb zur Welt gekommen ist und wenn es um Mitternacht war. Aber das war Leben, Zukunft. Und das müssen wir ja auch jetzt wieder anpacken. Nicht zurückblicken, sondern nach vorne blicken. Wir sitzen alle hier ganz brav mit Maske. Aber ich bin mir sicher, es kommen wieder Zeiten, wo wir wieder ohne Maske hier sitzen, ohne Abstand. Die Zeiten werden kommen und ich bin da ganz zuversichtlich. Liebe Schwestern und Brüder, an Mariens Hand können wir uns anklammern und sie hilft uns, um diese Hilfe geht es zuerst. Wie leicht kommen auch wir in ein mittelmäßiges Leben. Das wissen wir alle, wir sind keine perfekten Menschen. Ich selber auch nicht. Auch nicht der Erzalt. Wir sind alles nur Menschen. Liebe Schwestern und Brüder, die Gottesmutter und auch das Wort Gottes sind für uns Wegweiser. Und Sie kennen es alle als Autofahrer. Wir sind um jeden Wegweiser froh und dankbar. Jeder Wegweiser zeigt uns den rechten Weg. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Es will uns auf den rechten Weg führen. Hin zu Jesus Christus, hin zur Vollendung, hin auf eine Zukunft. Liebe Mitfeiernde, wir dürfen uns nicht darauf beschränken, sie zu verehren, die Gottesmutter, und sie um ihren Schutz zu bitten, sondern wir müssen uns mühen, sie in der Welt präsent zu machen. Und weiter, ich möchte es einmal so sagen, manchmal hat man ja das Gefühl, dieser ganze katholische Glaube um uns herum verdunstet, so ganz langsam. Aber ich denke mir, wir sind alle aufgefordert, immer wieder Wasser nachzuschütten, damit die
dieser Dampf hineingeht in unsere Gesellschaft, in unsere Familien, in unsere Dörfer. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind aufgefordert, Maria präsent zu halten in unserer Kirche, in unserer Gesellschaft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ganz beeindruckt, dass sich heute Abend so viele hier eingefunden haben. Für diesen Gottesdienst, um die Gottesmutter zu ehren, ja, und durch sie hinzukommen zu Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitfeiernde, heute ist es an uns, wie Maria Schmerzen zu lindern, Wunden zu heilen, Tränen zu trocknen, uns für die Kultur des Lebens einzusetzen, gegen die Logik des Geldes und der Macht. Und ich sage es ganz bewusst, für die Kultur des Lebens. Und da steckt ganz viel drin. Liebe Schwestern und Brüder, wir sollen heute die Präsenz Marias in der Welt aufzeigen und ihr Wirken fortsetzen. Nicht nur manchmal, sondern oft, ja immerwährend. Vertrauen wir auf ihre Fürsprache. Amen. Lasst uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, dem Sohn der Jungfrau Maria. Du hast Maria zu deiner Mutter erwählt. Auf ihre Fürsprache schenke deiner Kirche Geborgenheit und ihrem Schutz. Christus, höre uns. Christus, Maria fordert uns auf, zu tun, was du uns sagst. Auf ihre Fürsprache mache uns fähig, dir nachzufolgen in unserem Alltag. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Du hast Maria am Kreuz uns allen zur Mutter gegeben. Auf ihre Fürsprache schenke den Kranken Heilung und den Trauernden Trost. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Maria hat mit den Aposteln den Heiligen Geist erwartet. Auf ihre Fürsprache lass uns einmütig im Gebet verharren. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Du hast Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen. Schenke allen Verstorbenen die Freude des Himmels. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Bitten wir heute auch ganz besonders
für die vielen Männer und Frauen, die auch jetzt am Abend noch tätig sind, arbeiten müssen im Krankenhaus, auf den Intensivstationen, in den Pflegeeinrichtungen, die bei der Polizei sind, bei der Feuerwehr, die den Menschen dienen. Schenke ihnen allen Kraft, Mut und Zuversicht für ihren Dienst an den Menschen. Christus, höre uns. Herr Jesus Christus, im Sakrament des Altares bist du uns immer nahe. Von dir kommt alles Gute, du willst unser Heil. Dir sei Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, beim Gedächtnis der seligen Jungfrau Maria bringen wir zu deinem Lob unsere Gaben dar. Nimm sie an und lass durch dieses Geheimnis die Gnade der ewigen Erlösung in uns wachsen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn du hast Großes getan an der Mutter deines Sohnes
und lässt sie mitwirken an unserem Heile. Nach deinem Ratschluss erfüllt sie einen mütterlichen Dienst in der Kirche und teilt deine Gnade aus. Du selber mahnst uns durch ihr Wort, bewegst uns durch ihr Beispiel zur Nachfolge Christi und schenkst uns auf ihre Fürsprache deine Vergebung. Darum sagen wir dir Dank und rühmen deine Macht mit den Chören des Himmels und mit den Chören des Himmels, mit denen wir aus einem Munde rufen. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freien Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden, tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in deinem Reich. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Bertram und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen Frauen und Männern, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Schwestern und Brüder, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Dieser Feier beten wir für alle Verstorbenen, die wir
im Herzen tragen, für alle Kinder, die das Licht der Welt nicht erblicken konnten, für alle armen Seelen, für alle, die durch Unglücksfälle oder Unfälle oder an oder mit Corona verstorben sind. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, die wir hier als unsere liebe Frau vom Lechfeld ehren, dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, dem heiligen Franziskus, dem heiligen Benedikt, der heiligen Crescentia, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum dürfen wir gemeinsam voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, auf unsere Schwächen und Fehler, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Schenken wir uns als Zeichen des Friedens und der Versöhnung ein Lächeln. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort,
so wird meine Seele gesund. Kostet und seht, wie gut der Herr ist. Thank you.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, beim Gedenken an die selige Jungfrau Maria hast du uns mit dem Brot des Himmels gestärkt. Lass uns einst mit Maria und allen Heiligen teilnehmen am Mahl des ewigen Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Noch nicht ganz am Ende unseres Gottesdienstes. Dir, lieber Pater Tassilo, vergelt's Gott für dein Kommen und dafür, dass du uns die Gottesmutter und ihre Fürsprache anempfohlen hast, um in die Zukunft zu gehen und mit Maria als Baustein in der Kirche, in der Welt von heute zu wirken. Komm einfach wieder nochmal. Und ganz lieben Dank auch der Elisabeth Liedl und unserem kleinen Chor für die musikalische Gestaltung. Und liebe Schwestern und Brüder, Sie machen es jetzt einfach auch so ganz wurscht, der als Zelebrant und Prediger kommt. Sie kommen einfach alle wieder. Sie haben es gemerkt, ich bin kein großer Sänger und bin auch nicht so musikalisch wie unser Erzabt Wolfgang. Aber ich hoffe, ich habe Ihnen trotzdem ein bisschen was mitgeben können auf dem Lebensweg, auf dem Glaubensweg. Und ich denke mir, der Erzabt Wolfgang findet einmal Zeit, um zu Ihnen zu kommen und Sie mit seiner Stimme, mit seiner Musikalität mitzureißen. Jetzt wollen wir noch das Allerheiligste holen und unsere Anliegen, unsere Nöte und Sorgen dem Allerheiligsten darbringen. Thank you.
Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die an dich nicht glauben, dich nicht anbeten, auf dich nicht hoffen und dich nicht lieben. Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, in tiefster Ehrfurcht bete ich dich an und opfere dir auf den kostbaren Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit Jesu Christi, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde, zur Wiedergutmachung für alle Schmähungen, Sakrilegien und Gleichgültigkeiten, durch die er selbst beleidigt wird. Durch die unendlichen Verdienste seines heiligen Herzens und des unbefleckten Herzens Mariens bitte ich dich um die Bekehrung der armen Sünder.
Hochgelobt und gebenedeit sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von vom Himmel hast du ihnen gegeben, dass alle Erwägung in sich lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in Ewigkeit. Amen.